ich will nicht wieder alleine wohnen. Willst du nicht? Na doch, ich freue mich schon. Du weißt doch, ich liebe das alleine wohnen. Ich habe gedacht, du bist doch traurig. Na, warum traurig? Bin ich traurig? Ein bisschen traurig schon, aber... Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Nein. Ich weiß doch, Hauptsache du bist glücklich. Ja, aber ich weiß es nicht. Du bist glücklich. So. Tada! Hola! Hola, que estamos? Mama Mittwoch! 13:30 Uhr, jeden Mittwoch! wir haben zum dritten Mal unser Outfit gewechselt. Fällt natürlich nicht auf, wir drehen alles an einem Tag. Heute. Wem soll das auffallen? Wem soll es auffallen? Ja, jetzt weil ich es gesagt habe, jetzt weiß jeder. Bescheid. Aber ist okay, wir sind ja ehrlich mit euch, ne? Wir hauen hier nämlich alles immer raus, denn in diesem Format besprechen wir einmal aus Mama-Seite und einmal aus Tochter-Seite Themen, die ihr uns vorschlägt, die ich hier überall ganz ordentlich aufgeschrieben habe. Denn heute besprechen wir das Thema, so kannst du ihn erobern. So kriegst du ihn. Das ist doch mal ein Thema, das ist bestimmt höchst interessant, weil ich das bin mir sicher, so kriegst du sie oder so kriegst du ihn. Komm, wir sind jetzt. Ich weiß es nicht. Wie man ihn kriegt, die hat es jahrzehntelang versucht. Ich bin, genau. Und hast du ihn auf die Reihe bekommen. Genau, falsches Thema. Oh, Hilfe. Ja. Ja, falsches Thema. Falsches Thema. Nein, gutes Thema. Weil ich denke, das ist so das Klassische. Es gibt bestimmt ganz, ganz viele unter euch, die sich denken, oh, ich bin schon so lange Single, ich bin alleine, ich will endlich einen Partner haben und ich finde ihn ganz, ganz toll, aber wie kriege ich ihn zur Hölle? So, es gibt natürlich jetzt wieder 10 Trillionen. Was denn? Falsche Voraussetzung? Wir beide? Nein, wir sind super. So. Nein, die falsche Voraussetzung ist, wie bekomme ich? Den bekommst du nie. Wenn du dir selbst nicht bewusst wirst, du musst nicht jemanden bekommen. Nee? Überzeugen, dass er dich liebt, das habe ich über Jahre gemacht. Und es funktioniert nicht, ne? Nein, es funktioniert nicht. Sehr gut. Hier haben wir schon mal ein knallhartes Wort. Also, ja. Es funktioniert nicht. Entweder derjenige, der da ist bei dir, entweder findet dich toll, weil du so bist, wie du bist. Ja. Aber du wirst nie jemanden überzeugen, dass er dich toll findet. Das sind Jahre Erfahrung, wirklich. Das klappt nicht. Das kann ich wirklich hier unterschreiben und stempeln, das geht nicht. Egal wie lieb und egal wie was für ein toller Mensch du bist, wenn derjenige das nicht sieht, warum auch immer, ich weiß nicht, dass derjenige böse Mensch ist oder sonst was. Oder dass du schlecht bist. Ja, das kannst du nicht, diese Überzeugungskraft, du verbringst sehr, sehr viel Energie. Ja. Du verbringst sehr, sehr viel Energie, das irgendwie denjenigen zu erobern, überzeugen, und das geht nicht. Das andere ist, wenn gegenseitig die Beziehung schon besteht, ja, und dann beideseitig wollen, das weiter zu erobern, das ist was anderes. Während der Beziehung. Okay, aber gehen wir erstmal zwei Schritte zurück, gehen wir nicht vor der Beziehung. Das ist ganz andere. Okay. Mal machen wir das so ein bisschen, damit ihr ein bisschen Struktur habt. Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Okay, dann machen wir ganz kurz während der Beziehung, weil das ist nämlich auch das A und O, um eine lange, glückliche Beziehung zu führen. Man muss sich ständig irgendwie interessant machen. So, ja. Wenn wir aber davor zu dem Punkt gehen, wie kriege ich sozusagen ihn? Also, damit ihr überhaupt irgendjemand irgendwann mal einen Partner kriegt, müsst ihr offen sein. Offen sein und Sachen auf euch zukommen lassen. Ich habe die Erfahrung gemacht, egal bei wem, dass derjenige erst eine langfristige und vor allen Dingen glückliche und vor allen Dingen gesunde Beziehung eingegangen ist, als er nicht gesucht hat und krampfhaft versucht hat, irgendjemanden, nur weil er nur ein bisschen Interesse an einem hat und auch mal fragt, wie geht es dir, direkt so, oh mein Gott, das ist der Richtige, das ist derjenige, mit dem ich zusammenbleibe. Jetzt muss ich ihn davon überzeugen, dass er mich auf jeden Fall liebt. Er ist ganz so, oh, er sieht gut aus, er hat coole Hobbys, er hat coole Freunde, den muss ich mir sichern. So. Falsch. Immer als dieser Gedanke da war, bei meinen Freundinnen, bei anderen Bekannten, hat nichts funktioniert. Selbst. Bei dir zum Beispiel, wollte jetzt nicht so direkt darauf eingehen, hat es nicht funktioniert. Weil diese Überzeugungsarbeit geleistet werden musste bei der anderen Person, dass man selbst ganz, ganz toll ist. Er kann doch eigentlich, oder sie, und oder das er, ist kann doch stolz sein, mich zu haben. Mein Problem war, dass ich selbst nicht überzeugt war, wie toll ich bin. Von dir selbst? Ja. Ja, und dann denkst du, du musst automatisch, egal was kommt, was nur ansatzweise ein bisschen Interesse an dir hat, davon überzeugen, dass er bei dir bleibt. Ja, weil du selbst nicht überzeugt bist, dass du toll bist. Weil du dich selbst nicht liebst. Ja. Erst wenn du diesen Frieden, das habe ich jetzt bei ganz, ganz vielen gelernt, wenn du diesen Frieden in dir selbst findest, die Liebe vor allen Dingen zu dir selbst, weißt, was du erreicht hast, dass du stolz auf dich bist, erst dann kann jemand anderes kommen und sofort von dir überzeugt sein und sofort dich toll finden, ohne dass du irgendwas getan hast. Und ich rede hier nicht über Beziehungen, sondern auch Freundschaften. Ja. Das ist einfach auch erst wenn man mit sich selbst
in Ruhe ist, dass man sich selbst liebt, so wie man ist, ja, kann man erst eine Beziehung zu irgendeiner Person irgendwie normal, gesund aufrechterhalten. Das ist mir jetzt bewusst, okay, gut, ich bin schon ein bisschen alt. Und habe ich durch diese mehrere Jahre Erfahrung in unterschiedliche Beziehungen, auch Freundschaft, gelernt, dass es nur, wenn man sich selbst wohlfühlt, mit sich selbst ruht, indem man auch mit sich selbst alles macht und ja, ausgeglichen ist, dann kommen die richtigen Leute auf einen zu und man muss niemanden mehr überzeugen, ey, hier bin ich und bleib bei mir. Du musst ja auch keine Gedanken mehr machen, ne? Ob derjenige, also wie kriege ich ihn oder so, weil das dann sich ergibt. Es ergibt sich einfach automatisch von aus dem Nichts und dann auf einmal ist man überrascht, ey, wie kommt das, ich habe nichts geleistet, was macht der hier? Ja, warum ist er plötzlich da? Und dann, wenn man überlegt, das ist klar, mir geht's gut, meine Ausstrahlung ist ausgeglichen, ich finde mich gut und so. Und deswegen, es ist eine falsche Voraussetzung zu denken, ich muss den erobern. Eine Sache ist, wenn man merkt, derjenige hat Interesse und dann fängst du also, schick machen oder so, das ist, oder rumschickern oder einfach das Ganze noch interessanter zu machen. Das ist schön. Aber wenn der nicht kommt und der dich nicht so toll empfindet, wie du das wirklich empfindest, dass derjenige schon bei dir ist, so, dann klappt das nicht. Du kannst machen, was du willst, du kannst zu ihm gehen, dich umstellen. Was auch doof ist, stellt euch vor, ihr habt euch umgestellt, natürlich ist die Person irgendwann mal genervt von euch, wenn ihr plötzlich wieder normal seid, weil wer kann denn schon von heute auf morgen seine ganze Persönlichkeit plötzlich umstellen, Gewohnheiten umstellen. Oder sich anpassen die ganze Zeit auf den anderen. Ihr auch nicht glücklich. Und das ist auch keine Awareness, das ist vielleicht sogar wirkt teilweise unattraktiver für den Mensch, weil du da bist die ganze Zeit und dann, der weiß doch gar nicht. Und ich spreche nicht von Drama machen oder so, weil das ist wieder eine Kinderkacke, die man einfach lieber von komplett sein lassen. Dieses Spieljäger meint sie. Also, dass der Mann das Gefühl hat, dass er die Frau immer jagen muss. Das davon redet sie. Ja. Genau, das ist nicht gut, aber jemanden erobern, die gar kein Interesse hat oder die ganz anderes sieht, als du die gesehen werden möchtest, bringt nichts. Und ich meine, jetzt wo du es auch sagst mit Freundschaften und so, ich meine natürlich ich bin jetzt schon lange mit Damen und so zusammen, aber ich habe auch gemerkt, meine Ausstrahlung hat sich sehr stark positiv entwickelt, während ich im Ausland war, weil ich gelernt habe, Dinge viel entspannter zu nehmen. Mein Verhältnis zu dir hat sich verbessert, mein Verhältnis zu Damien hat sich auch irgendwo verbessert, obwohl man denkt, man führt ja schon eine tolle Beziehung, trotzdem entwickelt sich es auch immer Step für Step weiter. Ich habe Freundschaften geschlossen, die ich seit dem Abitur nicht mehr geschlossen habe, weil ich während meiner Studienzeit auch so extrem verschlossen war. Und ich habe auch gemerkt, in der Zeit, kurz nach dem Auslandsaufenthalt, wo ich wieder hier war, haben sehr viele Leute mich positiv angesprochen. Ja. Die hätten mich früher niemals positiv angesprochen. Genau. Die haben gesagt, du hast so eine tolle Ausstrahlung, Sophia. Genau. Was hast du eigentlich gemacht? Auch Leute, die mich frisch kennengelernt haben, habe ich gesagt, ich war jetzt im Ausland und so. Und habe ich das und das mitgenommen und das gelernt. Die haben gesagt, wow, du strahlst was ganz, ganz Tolles aus. Und auch unter meinen Videos in den Kommentaren da auch. Und das hat natürlich irgendwo nachgelassen. Und wenn man merkt, dass man schon was weiß, also was kennt, was einem gut tut, wo man selbst diese Ausstrahlung unbewusst aufbaut, macht das weiter. Und wenn ihr etwas merkt, was euch nicht gut tut, schiebt es weg. Weil woran ihr arbeiten müsst, ist nicht, wie erreiche ich ihn, sondern wie mache ich das, dass ich mich gut fühle und ausgeglichen bin, sodass damit ich die positiven Leute... Damit du Anziehungskraft hast. Genau. Charisma. Genau. Charisma, Anziehungskraft. Weil diese anderen zu erobern, das sind so negative Energie, weil du konzentrierst dich einfach nur, wie ist der andere, aber du verlierst dich selbst. Du weißt, du willst nur gucken, wie ist der andere, was möchte, vielleicht möchte dies, das ist es nicht, vielleicht möchte das andere, das ist doch nicht, oder dies, oder jenes. Und dann wirst du dich immer wieder verhalten, komisch und so weiter, weil du wirst sehen, wenn du den erobern möchtest, machst du was, dann erwartest du was, dann kommt nicht, okay, dann machst du was anders, dann erwartest du was, dann kommt wieder nicht. Und das ist einfach diese, dann steigt sie das Ganze auf eine Beziehung oder auf eine Sache von Erwartungen. Ja, Erwartungen. Ja. Und die Erwartungen werden immer mehr, weil du ihn erobern willst oder sie oder in eine Beziehung sozusagen, dass du viel investierst als Freundschaft. Ja. Viel investierst, weil du möchtest, dass derjenige dich so und so behandelt. Und dann behandle dich doch nicht, wie du möchtest. Und dann
bist du enttäuscht und so weiter. Und dann versuch weiter. Und letztendlich ist das Problem an dir selbst. So. Ja. Dass man einfach, man muss sich selbst erobern. Selbst erobern, was möchte ich? Ja, möchte ich erobert werden? Hm. Und erst wenn du das definierst für dich, dann strahlst du das automatisch aus. Ja. Wie gesagt, mir ist das passiert und... Und das habe ich dir die ganze Zeit auch gepredigt. Ja, du hast mir das gepredigt. Aber es kam nicht an bei dir, Es kam nicht an. Das ist doch Blödsinn. Warum? Wenn ich alles mache für einen Mensch, der muss doch mich mögen. Ja. Der müsste mich lieben. Und den müsste ich auf jeden Fall erobern. Ich meine, was will sonst derjenige? Weil du machst ja alles für ihn. Ja, was will sonst derjenige? Ich meine, da muss man balla sein, wenn jemand so viel macht und dann... Trotzdem empfindet er nicht so für mich, was ich erwartet, dann denke ich so, da stimmt irgendwas nicht. Und letztendlich habe ich gemerkt, dass es bei mir was nicht gestimmt hat. Es ist so, man trifft immer Menschen im Leben, das passt manchmal zusammen, manchmal nicht, manchmal passt dies oder jenes. Und man muss das so akzeptieren und einfach nicht an sie auf einmal so schrauben an Sachen, die vielleicht gar nicht vorhanden sind, sondern einfach gucken, sich selbst definieren, sich selbst erobern erstmal, und dann ist man sicher und dann kann man erstmal, die Ausstrahlung kommt automatisch raus, weil die Leute lassen die das. Automatisch. Aber das ist ein Prozess, also es hat ja bei dir auch sehr lange... 40 Jahre. Genau. Nein, 40 Jahre nicht, aber auch so 10, 12, 13. Ein Stück hat es gedauert, Ja, jetzt bin ich aber auch stolz auf sie, dass sie das geschafft hat, weil ich jahrelang, ich habe schon gefühlt, ich habe gegen eine Wand geredet bei ihr, immer als wir zusammen gesprochen haben und so. Und ich habe gesagt, Mama, du musst dich selbst lieben, du musst dich selbst wertschätzen, du musst die Ruhe in dir selbst finden. Ja. Du brauchst nicht eine andere externe Person, die dir diese Bestätigung gibt und so, oder die für die du alles tun musst. Ja. Damit sie dich irgendwie mag, sondern wenn dich jemand mag, wird er kommen und er wird dich so nehmen, wie du bist. Und das Problem ist halt, was bei mir viele sagen, wenn ich solche Ratschläge gebe und so, deswegen habe ich auch meine Mama mit reingeholt hier ins Video, weil sie ein bisschen älter ist, ein bisschen erfahrener und so, dass viele sagen, die ist so jung, woher soll die das wissen? Oh, die hat so viel Glück, die ist ja schon so lange mit Damian zusammen und so. Und was mich ein bisschen nervt, ist dieses, die hat so viel Glück, sie hat den richtigen gefunden. Leute, Damian und ich, wir wollen uns regelmäßig den Kopf irgendwie gegen die Wand schlagen und waren auch schon oft an dem Punkt, wo wir gesagt haben, das reicht jetzt, wir müssen was Neues sehen, was anderes, gerade weil wir gegenseitig sozusagen unser erster Partner sind. Aber wir haben gearbeitet, das ist viel, viel Arbeit, viel Streit. Ich habe mich viel bei meiner Mama ausgeheult, damit hat es bestimmt auch viel bei anderen Leuten ausgeholt. Wir haben immer aneinander festgehalten und haben gesehen, was wir haben, haben da sozusagen die Stellschrauben verstellt, nicht an uns selbst, sondern an dem Konstrukt, was wir Beziehung nennen. Ja, aber das... Und sind vorangegangen. Aber das, und das ist kein Glück, das ist Arbeit. Nein, aber wir sind jetzt bei erobern. Das heißt, ihr habt euch trotzdem eure eigenen Ziele immer gehabt und irgendwie angepasst. Aber es ist nicht so, dass du hast den Damian wieder erobert, indem du dich selbst aufgegeben hast. Nein, nein. Ich habe mich nie umgestellt. Ich habe mich nie verstellt, um Damian irgendwie zu gefallen, damit er bei mir bleibt. Genau. Das habe ich nie gemacht. Wir haben immer beide das gemacht, worauf wir Lust haben. Auch mit YouTube zum Beispiel. Er fand das ganz oft schlimm. Ja. Und da hätte ich ja an dem Punkt sagen müssen, ich höre jetzt damit auf, damit ich dir gefalle, damit ich dir eine gute Freundin bin. Da habe ich gesagt, Damian, entweder nicht verlieren. Entweder nimmst du mich so, das ist ein großer Lebensteil. Und jetzt ist er auch stolz auf mich. Jetzt hat er mir oft genug gesagt, Sophia, es war halt damals Teenie-Zeitalter, jeder entwickelt sich anders, aber Sophia, das, was du geschafft hast, ich bin verdammt stolz. Ja. Aber es hat seine Zeit gebraucht. Hätte ich das damals nicht gemacht, wären Damian und ich heute bestimmt nicht mehr zusammen, weil ich an den Punkt gekommen wäre, wo ich gesagt hätte, wegen dir habe ich das und das aufgegeben, wegen dir habe ich mich verändert und ich wäre unzufrieden mit dir selbst gewesen und wäre vielleicht auch ein bisschen verbittert in meinen jungen Jahren. Ja, deswegen diese Erobern ist eher mit sich selbst. Also so, dass man eigentlich sich selbst erobert, dass sagt, okay, ich erobere mich selbst so, dass ich die Kontrolle über mich selbst habe, indem ich weiß, was ich möchte. Und automatisch kann man erstmal entspannter mit den anderen gegenüber sein. Auch mit irgendeiner Person. Also, es muss geht nicht um Freunde, Beziehungen, sondern auch Freundinnen. Freundschaftsbeziehung. Ja, deswegen. Auch. Und wie gesagt, mit der Ausstrahlung, ich kann nur sagen, ich wurde nach meinem Abi-Dings, habe ich auch viel gestruggelt, weil ich meine, natürlich, man ist mit jemandem lang zusammen, trotzdem fragt man sich, ist man überhaupt, wie ist der Marktwert von allem, ist man überhaupt begehrenswert für die Männerwelt? Genau. Sowas frage ich mich natürlich auch, ich bin da ehrlich. Ja. Ich wurde kaum angesprochen, bis gar nicht eigentlich, bevor ich weg war. Im Ausland dann plötzlich, da war ich voll der Hit, also am Anfang nicht, aber später, dann war ich wirklich, da dachte ich so, was man auch so mitbekommen hat. Und dann danach, plötzlich, als ich hier in Deutschland dann mal auch so ausnahmsweise mal abends unterwegs war, was ja, wenn ihr selten
Kalender fasst, wurde ich auch plötzlich öfters angesprochen oder habe gemerkt, wie Leute mir hinterher geguckt haben und so. Mhm. Davor war das nicht so. Und nicht, weil ich das nicht gesehen habe, sondern einfach wegen meiner Ausstrahlung. Ja. Ich habe es nicht gesucht, mir war es egal, ich war mir mit dir selbst zufrieden. Und dann kam's. Ja. Und so ist das. So ist das. Wir haben hier mal wieder ganz, ganz viele Sachen erwähnt. Schreibt gerne all euer Feedback in die Kommentare und vor allen Dingen Themenwünsche, wenn ihr zum Beispiel was für lange glückliche Beziehungen haben wollt oder so weiter. Ich weiß, damit, wir haben schon öfters drüber gesprochen. Stellt auch sehr gerne konkrete Fragen, sodass meine Mama und ich eventuell nicht nur über ein Thema sprechen, sondern vielleicht auch so ein kleines Fragen- und Antworten-Video mal wieder machen. Ja. Ihr könnt sehr gerne auf Instagram immer vorbeischauen. Dort wird es dann auch Live-Schaltung von Mama Mittwoch geben. Dort werde ich in den Stories die verschiedenen Termine bekannt machen. Das Ding ist ja, Mama ist momentan in der Schweiz. Dementsprechend müssen wir das Ganze so ein bisschen koordinieren, aber wir sind trotzdem weiterhin beide für euch da, genau, und geben euch Ratschläge aus Mama-Sicht oder Tochter-Sicht. Hey, das hättest du mir jetzt noch sagen müssen. Tochter-Sicht. Also Mama-Sicht. Mama, nee, Tochter. Du aus Mama-Sicht. Also, Mama-Sicht, Tochter-Sicht. Danke. Hier verlinke ich euch das letzte Video. Schaut da sehr gerne rein. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss. Tschüss.